Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Ich bin's wieder, euer Yasin. Und ja, Freunde, mit voller Freude kann ich euch verkünden, dass wir jetzt endlich in FC 25 durchstarten. Ja, Freunde, es geht weiter mit der SC Paderborn-Karriere in FC 25. Und damit wir es eigentlich so fortsetzen, wie es angefangen hat, sage ich an dieser Stelle, dass wir zwangsabgestiegen sind. Ja, wir hatten nicht die finanziellen Mittel, deswegen sind wir zwangsabgestiegen in die zweite Liga. Deswegen, Leute, wir sind jetzt wieder in der zweiten Liga. Wir sind abgestiegen, weil wir die finanziellen Mittel nicht hatten. Und auf jeden Fall geht jetzt weiter. Es geht weiter, na? Es geht weiter. Und zwar, ja, in FC 25. Und ihr seht auf jeden Fall das Menü, das sieht auf jeden Fall ganz anders aus als die letzten Jahre. Und deswegen muss ich mich erst dran gewöhnen. Aber Freunde, wir werden auf jeden Fall, na, denke ich mal, sehr viel Spaß haben an der Karriere. Und ich würde gerne mal so langsam, ich glaube, in Test hier in eine Vorbereitungsturnier gehen wir nicht rein. Und was hat ein Obermeier? Okay, Obermeier wollte uns begrüßen. Natürlich liegt viel Arbeit vor uns. Und das, Freunde, ist unser Team. Das ist unser Team in FC 25, was wir am Anfang zur Verfügung haben. Hier natürlich noch viel, viel mehrere Spieler. Also wir haben echt sehr, sehr viele Spieler in unserem Verein. Ja. Ich würde erstmal sagen, wir bleiben erstmal so bestehen, so wie die Mannschaft aufgestellt ist. Gucken erstmal, wie die ganzen Leute so performen. Ja. Und die Taktiken müssen wir auf jeden Fall bearbeiten. Ja, die Frage ist, wie komme ich auf die einzelnen Spieler drauf? Die Frage stelle ich mir gerade. Man muss ja erstmal ein bisschen reinkommen. Box to Box, Flügel, alle Vorstellungen anzeigen, Ballons. Flügel, Ballons, Formation, Spieler passiert, Defensivansatz. Ja, ich glaube, wir lassen das erstmal so, weil, Freunde, muss ich ehrlich sagen, damit noch nicht so richtig klar. Deswegen lassen wir das erstmal so. Nächstes Spiel in 19 Tagen gegen den Hamburger SV, und nein, wir geben 10. natürlich nicht ab. Können Sie vergessen. Hansen hat auch ein Angebot bekommen. Auf gar keinen Fall geht er nach Hannover. DFB-Pokalspiel gegen den Hamburger SV. Okay, das wird interessant. Nur, ja, wir werden es sehen, Leute. Wir werden es sehen. Angebote zur Transferzentrale. Nein, ihr kriegt unsere Spieler nicht. Auf gar keinen Fall.
Was ist hier noch? Scout-Bericht. Also wie gesagt, Leute, ich muss mich ja erstmal hier ein bisschen zurechtfinden, na, was die Sache hier angeht. Aber sieht erstmal, also ich finde, das Menü sieht ganz in Ordnung aus. Also ja, in 5 Tagen Pokalspiel. Und das ist dann auch das erste Spiel, wo wir reingehen, Freunde. Das erste Spiel, wo wir reingehen, ja, ist gegen Hamburg im Pokal. Und natürlich ist das jetzt erstmal so, ja, dass wir erstmal gucken müssen, wo wir überhaupt stehen. Ja? Wo wir stehen, müssen wir erstmal gucken. Aber wir gehen rein in das Pokalspiel. Und ja, ich würde sagen, wir gehen rein. Okay, was ich euch jetzt schon mal sagen kann, wir müssen den Kommentator wieder ausstellen. Aber das soll ja nicht das Problem sein. Und wir gehen rein, Freunde. Wir gehen rein in das erste Spiel in FC 25. Und ich bin mal gespannt. Ich habe auf jeden Fall schon gesehen, man kann wohl irgendwie taktisch foulen. Ja. Das ist wohl neu. Und es fühlt sich gerade, muss ich echt sagen, ein bisschen komisch an. Aber wir gewinnen hier auf jeden Fall den Ball. Aber wir verlieren ihn auch direkt. Also, ich weiß nicht. Irgendwie fühlt sich das gerade komisch an. Und Glatzel kriegte die erste Chance. Der geht aber nicht rein, der Ball. Ecke, boah, stark gehalten. War das jetzt Schubert oder? Doch, das ist glaube ich Schubert, ne? Ne, Böbbing. Okay. Ich weiß echt nicht, wie man taktisch foulen kann. Will ich auch eigentlich gar nicht wissen. Nicht, dass ich nachher zu oft anwende. Aber wäre echt cool, mal zu wissen, wie das geht. Weil ich weiß das, wie gesagt, nicht. Aber erstmal hier zurechtfinden. Und sehr, sehr wichtiges erstes Spiel hier auf jeden Fall gegen den Hamburger Sportverein. Ich will das jetzt wissen. Flachpass, hoher Pass, Steilpass, Schuss, Timing, Lupfer, angeschnittener Schuss. Powerschuss, Schuss antäuschen, Pass antäuschen, Schussfinte, Schuss. Hä? Das muss doch hier irgendwo sein. Oder muss man das erst einstellen? Steilpasshilfe, hoher Steilpass. Ich weiß nicht, oder man muss das erst einstellen, kann auch sein. Also da bin ich mir gerade echt nicht sicher. Aber wir schauen erstmal. Denn wie gesagt, das hier ist gerade echt ein wichtiges Spiel um den Einzug in die DFB-Pokal-Hauptrunde und abseits von Hamburg.
Na, wäre sowieso abseits gewesen. Was können wir hier rausholen? Können wir in die DFB-Pokal-Hauptrunde einziehen oder schafft es der Hamburger SV? Und Glatzel hat jetzt den Ball abgefangen. Obermeier. Klaas. Musliu. Klaas. Michel. Klaas. Klaas. Klaas jetzt mit der Chance. Klaas gehalten. Einwurf. Castons, Belbia, Castaneda, Obermeier, wieder gehalten. Also, ich bin ehrlich, Leute, es fühlt sich irgendwie alles so komisch an. Das fühlt sich alles echt komisch an hier, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, weiß ich nicht, woran das liegt, aber fühlt sich irgendwie nicht nach FIFA an. Fühlt sich irgendwie nach einem ganz neuen Spiel an. Jetzt ist Michel vorne. Michel, ja, keine Probleme für den Hamburger Schlussmann, diesen Ball zu entschärfen. Nicht, dass das hier noch ins Elfmeterballern geht, ey. Habe ich eigentlich gar keine Lust drauf. Also Leute, ihr merkt, ich bin gar nicht richtig am Kommentieren. Das machen wir dann ab der nächsten Folge wieder richtig. Also vernünftig, ja? Weil ich muss mich erstmal hier an so einige Sachen gewöhnen. Und die Spieler, die laufen ja auch voll anders als damals in FC 24 noch. Irgendwie, keine Ahnung, fühlt sich komisch an, sieht komisch aus, alles. Also, ja. Oh, Bilbia, schöner Pass. Bilbia. Bilbia, boah. Fast erst 1-0 für unseren SCP. Ey, das war aber ein Foul von Hamburg. Also, das kannst du mir echt nicht sagen. Und da ist auch Halbzeit. Also, wie gesagt, fühlt sich alles irgendwie noch ein bisschen komisch an. Woran auch immer das liegt. Aber das sollte sich dann in den nächsten Folgen ändern. Und wir gehen natürlich jetzt erstmal rein in die zweite Halbzeit. Und wie schon gesagt, Freunde, das ist hier ein sehr, sehr wichtiges Spiel um den DFB-Pokaleinzug in die ha Hauptrunde quasi. Deswegen, das Spiel sollten wir nicht verlieren. Und Michel läuft hier jetzt mal. Michel. Michel zieht ab. Ah, zu mittig. Aber war keine schlechte Chance hier. Kein schlechter Versuch von Michel, von dem Zurückkehrer. Obermeier. Was war das denn für ein Ball? Also, ich habe das Gefühl irgendwie, also ich finde, ich weiß nicht, ob ihr es genauso seht, Leute, aber könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben. Ich finde, das sieht so aus, wenn die Spieler mit dem Ball laufen, als ob das irgendwie rumbackt. Das sieht echt komisch aus. Das sieht echt komisch aus, ey. Und Glatzel mit der Chance, aber boah, Außennetz, Glück gehabt. Und wir bringen schon mal Hermann für Zehnter. Und das war gefährlich und das sollte das 1-0 für Hamburg sein. Nein! Hamburg lässt hier die Riesenchance aufs 1-0 liegen. Was eine Chance für Hamburg.
Also ist hier bisher eine, ja, ausgeglichene Partie, würde ich sagen. Und Michel jetzt mit der nächsten Chance. Wir bleiben auch vorne. Michel. Guter Abschluss, aber wieder pariert von Hadikatu. Sitzt schon wieder Keeper heißt. Nee, Castaneda geht nicht raus. Und die Ecke kommt. Ganz komisch, Leute, ganz komisch. Ich weiß nicht, ob das normal ist, aber das Spiel fühlt sich so komisch an. Ich weiß echt nicht warum. Doch, ich weiß es schon, aber warum das so ist, verstehe ich nicht. Na, jetzt kommen die Hamburger. Aber wir sind jetzt im Angriff. Über links. Michel. Und das gibt Elfmeter. Das gibt den Elfer. Der Elfer, der vielleicht das Spiel entscheiden kann. Und Michel tritt selber an. Und er trifft. 1 zu 0 SC Paderborn. 71. Spielminute. Und da war sehr, sehr viel Glück mit bei. Und es gibt eine neue Animation, wenn getroffen wird. Auch geil, dass die Mitspieler aufstehen und mitjubeln mit dem Trainer. Auch nice. Und somit führen wir 1 zu 0. Und Hamburg muss jetzt kommen, wenn sie nicht ausscheiden wollen. Aber ganz ehrlich, das war auch nur Glück, dieses Tor. Erstens, weil das in Pfosten rein war. Und zweitens, weil es ein Elfmeter war. Also, das hat auf jeden Fall Gewöhnungsbedarf, dieser neue FIFA-Teil. Aber nach einer Zeit sollte das dann auch funktionieren. Und wir kommen jetzt nochmal über links. Castaneda. Michel. Oh, Glück für Hamburg. Na, das war keine gute Ecke. Aber wir bleiben im Ballbesitz. Castaneda schießt einfach mal. Na, nicht besonders gefährlich gewesen. Und die Hamburger haben jetzt die Chance zu kontern mit Glatzel hier. Also Hamburg hat eigentlich einige gute Chancen in der Partie gehabt. Und jetzt kommen sie auch noch mal über Jatta. Aber der Ball geht am Tor vorbei. Und ich würde sagen, wir wechseln noch mal in der Offensive. Bringen Ansa und Grimaldi. Also wie gesagt, Hamburg, muss man leider sagen, hätte einen Ausgleich verdient. Also schlecht spielen die hier nicht. Und jetzt gibt es sogar die Chance. Es gibt die Chance, aber Hamburg ist nicht effizient genug. Hamburg verspielt hier eine um die andere Chance. Die haben so viele Chancen, aber machen keinen rein. Kein Zombie. Kein Zombie. Ganz alleine. Ja, schafft es nicht. Na, nochmal über links kommen wir jetzt. Also das sieht hier nicht gut aus für den HSV. Obwohl jetzt kriegen sie nochmal eine Chance. Der Hamburger SV kriegt hier jetzt nochmal die Chance auf den Ausgleich. Über rechts, über Glatzel. Spielt den Ball in die Mitte. Wird nix. Kein Zombie spielt den Ball den Gegner in die Füße.
Und das soll es jetzt gewesen sein. Oder eine Chance kriegt Hamburg hier noch. Und aus einer wird keine. Oder? Ja, wir gewinnen unser Vorrundenspiel im DFB-Pokal gegen den Hamburger SV und ziehen somit in die Hauptrunde ein. Und wie schon eben gesagt, es war, Bielefeld hat verloren, 2-1 gegen Magdeburg. Es war, wie gesagt, es war nicht einfach, ja. Also, es ist echt gewöhnungsbedürftig, ja. Und wir sehen hier jetzt auch gerade, es wurde in FC 25 geändert, und zwar der Spielplan ist jetzt links und die Tabelle ist rechts, sehe ich hier gerade. Und ja, Freunde, ansonsten würde ich sagen, Leute, das war's von der ersten Folge nach dem, ja, was heißt Zwangsabstieg, aber nachdem wir in FC 24 jetzt mit der Karriere aufgehört haben, ja, deswegen nennen wir es einfach Zwangsabstieg und gut ist. Und ja, Freunde, ansonsten würde ich sagen, Leute, das war's von dieser ersten Folge. 1-0 gegen Hamburg, ja, wie gesagt, ist gewöhnungsbedürftig, ja, das neue Gameplay. Aber ansonsten würde ich sagen, Leute, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, und zwar gegen Ulm. Und da müssen die ersten drei Punkte her, weil Ulm ist Aufsteiger. Und wenn wir ein Wörtchen oben mitdrehen wollen, müssen wir Ulm schlagen. Jugendturnier gibt es ja auch. Probieren wir nächstes Mal, würde ich sagen, auch aus. Und ich würde jetzt kurz einmal noch gerne die Ziele sehen. Hier, okay, hier sind die Ziele. Unser Ziel ist es, Achtelfinale Pokal. Erzielt in einer Saison 6.500.000 Einnahmen aus Trikotverkäufen. Erreiche eine Serie von 7 Spielen mit mindestens einem erzielten tollen Heimspiel dieser Saison. Zweite Bundesliga im Mittelfeldplatz belegen ist in Ordnung. Und ja, verpflichte 4 Spieler in der Jugendakademie für folgende Positionen: Torwart, Verteidiger, Mittelfeld, Stürmer. Und das war es auch schon mit den Zielen. Also, die Ziele sind in Ordnung, ja, beziehungsweise sind absolut okay. Und ja, ansonsten würde ich sagen, Leute, wenn euch das so gefallen hat, lasst gerne ein Like da und lasst auch sehr, sehr gerne ein Abo da, falls euch der Kanal gefällt. Und ansonsten würde ich sagen, Leute, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, bis dahin und ciao, ciao.